Leute. Was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seht meinen Desktop, ihr seht meinen Discord und deswegen gibt es heute mal wieder eine neue Folge zum Thema Discord. Und zwar habe ich in den Kommentaren gelesen, dass vor 3 Tagen oder so, also heute, wo ich das Video jetzt aufnehme, es ist Mittwoch, das Video wird am Freitag kommen, dass da jemand gerne hätte, dass man immer, wenn man auf den Discord-Server draufkommt, dass man dann auch eine Benachrichtigung bekommt. Die Standardbenachrichtigung ist diese hier und die wollen wir ein wenig verändern. Als allererstes gehen wir erstmal auf unseren Tutorial-Server in die Einstellungen, gehen dann runter und deaktivieren, wenn jemand diesen Server betritt. Die Änderung müssen wir speichern und dann gehen wir in das Kontrollzentrum von dem Mi6. Das heißt, wir gehen einmal in einen Browser der Wahl, gehen auf unseren Server, wie wir das alles machen, das habe ich im letzten Part schon erklärt. Das heißt, einmal oben rechts, wenn ihr das noch nicht wisst, wie man das Ganze macht, dann könnt ihr das da einfach euch ansehen. Dann sehen wir hier, es gibt sehr viele Funktionen, die der Mi6 mitbringt, sogar eine Musikfunktion. Da kann ich gerne, wenn ihr das sehen wollt, auch noch drauf eingehen. Und hier auch auf die anderen noch. Aber wir gehen hier auf Welcome und haben hier verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, hier Send a Message, wenn der User joins the Server. Das heißt im Prinzip, dass wenn irgendjemand, der eurem Discord-Server joint, dass dann eben eine Nachricht gesendet wird. Eine private Nachricht ist einfach nur, dass der Mi6-Bot eine private Nachricht sendet. Das heißt zum Beispiel, dass er euch auf die Regeln hinweist und wenn ihr denen zugestimmt habt, was ihr dann auf dem Server selber machen könnt, dass er dann eben entsprechende Rollen bekommt. So, give a new role to new users, das heißt einfach nur, dass wenn einfach ein Spieler auf euren Server joint, dass er dann auch eine Rolle bekommt und set a message, wenn ein User leaves the Server. Das heißt, wir enablen das Ganze hier einmal und können hier auswählen unseren Channel. Das ist ganz wichtig, dass wir das auswählen. Hier würde ich jetzt sagen, dass wir einfach mal einen neuen Channel kreieren. Das heißt, wir gehen auf Plus, gehen auf neue Leute. Hier kann jetzt eigentlich jeder reinschreiben, aber das ist jetzt sowieso egal. Wählen den hier aus. Auf meinem Discord-Server. Das Ganze packen wir in neue Leute. So. Hier können wir das noch enablen, dass wir hier so eine Karte nehmen können. Und wenn wir die hier irgendwie noch verändern wollen, dann müssen wir leider das Premium haben. So. Also wir sind wieder hier auf dieser Seite. Jetzt haben wir hier schon mal definiert, wir wollen gerne diese Nachricht haben, wenn jemand neu ist. Dann eine Privatnachricht. Hier können wir leider nur... hier oben. Hier setzen wir die Nachricht ein. Hey User. Bist neu auf meinem Discord-Server. Bist du ja eigentlich. Liest dir bitte die Regeln durch. So. So, hier, jetzt einfach mal eben Regeln geschrieben. Ist ja jetzt auch noch irgendwie nichts Besonderes. Die Regeln, die kann ich halt jetzt noch dazu schreiben. Ihr habt halt maximal 2000 Zeichen und damit solltet ihr auch hinkommen. Dann gehen wir als nächstes, wenn ein Spieler den Server verlässt. Hier selektieren wir auch wieder den neue Leute. Hier muss ich jetzt einfach mal saven, damit ihr hier auch Platz bekommt. So. Dann User, einfach nur User, Username, das heißt, die ID heißt einfach nur
In Discord haben wir hier dieses Hashtag 8292 zum Beispiel bei mir. Und dass das einfach noch dahinter mit angezeigt wird. Das kann dann teilweise ein bisschen komisch aussehen, wenn ich hier jetzt zum Beispiel gucke, hier ist das falsch eingestellt. Da muss ich dann immer nach hier oben gehen. Das würde dann so aussehen. Ja. Und dementsprechend, ich mache das jetzt hier einfach mal weg. Das könnt ihr aber selber entscheiden, wie ihr das haben wollt. So. Und damit haben wir das soweit erstellt. Ich habe jetzt leider gerade keinen zweiten Account, dass ich das testen kann. Deswegen werden wir uns jetzt einfach mal hier einen Discord-Bot holen. Bot? Den gibt es ja noch. So, zustimmen. Invite. Holen wir uns jetzt einfach mal drauf. Wähle einen Server aus, wir nehmen den Tutorial-Server, gehen auch weiter. Ja, muss er ja alles dürfen. So, ich bin kein Roboter, das bin ich natürlich nicht. Traktor. Bestätigen. Super. Autorisiert. Jetzt gehen wir hier auf Discord und sehen, hey, Dapot, willkommen auf meinem Discord-Server. Das heißt, der Dapot ist jetzt zwar offline, aber trotzdem. Wir haben jetzt hier diese Nachricht bekommen und wenn wir ihn wieder runterschmeißen, das heißt, wir können ihn jetzt einfach mal kicken. Dapot hat den Server verlassen. Das mit der privaten Nachricht kann ich jetzt nicht testen, das wird aber auch funktionieren, weil das hier, was wir jetzt gerade haben, funktioniert auch. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn ihr mehr zum Mythic-Spot sehen möchtet oder grundsätzlich auch irgendwelche Tutorials zu Discord und so weiter haben wollt, aber auch zum Mac oder zu Windows oder so, dann schreibt das unten in die Kommentare. Ich lese mir die Kommentare durch, habt ihr jetzt an diesem Video gesehen. Also dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao Leute!